Einstiegsfrage. Was glauben Sie, wie viel Müll im Jahr pro Person in Deutschland produziert wird? 200 Kilogramm, 400 Kilogramm oder 600 Kilogramm? 600. 400 Kilo sind es bestimmt, ne? 600 Kilogramm. Glaube ich auch. Das denke ich auch, ja. Ich würde mal sagen 600 Kilogramm. Fürchte mal das Letztere. 400. Sind tatsächlich 600 Kilo im Durchschnitt. Glauben Sie, dass Sie damit unter oder über dem Durchschnitt liegen? Also wir liegen aus meiner Sicht weit unter dem Durchschnitt. Unter. Ich liege sehr tief darunter. Unter. Unter dem Durchschnitt. Wir persönlich unter. Ja. Unter, ja, unter, auf alle Fälle unter. Über. Woran liegt das? Achten Sie sehr bewusst darauf, zum Beispiel beim Einkaufen auf Verpackungen oder? Auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich immer unsere Tüten dabei zum Beispiel. Keine Wegwerftüten. Nein. Ich habe so eine Tasche, die nehme ich immer zum Einkaufen, die ist schon 10 Jahre alt. Klar, wir achten erstmal auf die Verpackung. Wir kochen. Wir machen sehr viel selber. Ich bin ein Single-Haushalt. Ne? Und haben Sie schon mal von Konzepten gehört, die als Ziel haben, dass es irgendwann gar keinen Müll mehr geben soll? Vielleicht nur Ansätzen zumindest. Also noch nicht ganzen Konzepten, nein. Ich noch nicht. Doch, es gibt Produktionsstätten, bei denen die Dinge, die Gegenstände des alltäglichen Bedarfs schon so hergerichtet werden, dass sie eben sich so verbrauchen oder aber, dass sie wieder zurückgehen in die Produktion. Genau, das ist zum Beispiel auch Teil des Konzepts von Cradle to Cradle. Da geht es ja darum, dass sich alles in einen Kreislauf einfügt und es letztendlich Müll, so wie wir ihn definieren, irgendwann nicht mehr gibt. Aber meinen Sie, dass so ein Konzept umsetzbar ist für die Zukunft? In dieser Welt? Nein. Wäre auch sehr schön und wünschenswert, ne? Ja. Ja, doch, ich glaube schon. Also würde es vielleicht klappen, aber es würde, glaube ich, ziemlich, ziemlich lange dauern, vor allem, weil alle ja so leben wollen, wie sie jetzt leben und ihren Lebensstandard nicht runtersetzen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Wenn jeder etwas bewusster leben würde, könnte man das Projekt eventuell schaffen. Ne? Ja, wir müssen ja globaler denken, ne? Ja. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jemals klappen wird. Das werde ich, denke ich mal, in meinem Leben nicht mehr miterleben. Was meint ihr, der müsste sich ändern, damit wir 2030 oder darüber hinaus in Lüneburg tatsächlich von einem Grüneburg sprechen können und nicht von Müllbergen umringt sind? Das müssen wir die Köpfe der Menschen ändern, ne? Ich glaube, der Umgang damit muss noch sehr viel strenger ausfallen. Also so, es muss natürlich leicht gemacht werden, vielleicht von den Geschäften aus her halt viele Möglichkeiten geboten werden. Und vielleicht muss auch wieder von oben irgendwas durchgesetzt werden. Den Menschen klar machen, bewusster zu leben. Klar. Also wir versuchen das auch den Kindern mitzugeben. Dann müsste man vielleicht auch das Konsumverhalten ändern. Ich denke, viele Menschen müssen direkt angesprochen werden, also dass sie sich wirklich angesprochen fühlen und dass sie das berührt. Also ich finde so welche Dokus, wo man dann ganz viel Müll sieht, auch immer ganz gut, weil das ist immer, macht einen schon immer ein bisschen betroffen und denkt man auch ab und zu mal nach. Ich könnte auch ein paar überflüssige Feste abschaffen, bei denen so viel konsumiert wird, dass natürlich extrem viel Müll anfällt. Man soll die Hoffnung nie aufgeben.